Die Heim-WM hat für mich eine unglaublich große Bedeutung, weil ich glaube, es ist höchstens noch vergleichbar mit Teilnahme an den Olympischen Spielen. Die Weltmeisterschaft im eigenen Land zu haben, das ist mit das Größte, was man als Sportler in seiner eigenen Sportart erleben kann. Und ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich war zum Trainingslager in Spanien im März, Anfang März, und habe mich da 5 Tage vorbereitet in Malaga. Das war schon recht aussagekräftig, hat viel Spaß gemacht da, sind gute Bedingungen. Wir haben jetzt 2 Weltcups noch hier in England im Moment und in Lonato am Gardasee. Die ersten beiden Weltcups konnten wir aus verschiedenen Gründen leider nicht beschicken. Zum einen, weil es keine Quotenplätze gab, deshalb war es einfach finanziell nicht drin, was man nachvollziehen kann. Zum anderen Peking aufgrund der Vulkanasche, die uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Von daher ist die Vorbereitung nicht ganz so reibungslos gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber ich denke mal, das wird trotzdem zumindest die Voraussetzungen werden ganz gut sein, um in München Erfolg zu haben. Allerdings muss ich sagen, ich habe jetzt 1-2 Mal im Vorfeld in München trainiert und da war noch einiges, was man sagen muss, noch verbesserungswürdig. Also zum einen, die Technik hat noch nicht ganz so funktioniert. Ich hoffe, dass man das noch auch im Vorfeld für die Trainingsbedingungen, gerade für uns nationale Sportler, noch verbessern kann. Aber ich bin da eigentlich recht zuversichtlich. Die Weltmeisterschaft dieses Jahr in München hat für mich natürlich einen ganz besonderen Stellenwert. Zum einen ist es immer etwas Besonderes, die Weltmeisterschaft im eigenen Land zu haben. Zum anderen ist es auf dem Stand, auf dem ich seit Jahren und Jahrzehnten trainiere. Deswegen freue ich mich auf die Weltmeisterschaft. Eine spezielle Vorbereitung haben wir eigentlich nicht, obwohl wir natürlich einige Trainingslehrgänge auf der Anlage haben werden. Aber da die Anlage erst sehr spät fertig geworden ist oder noch im Umbau ist, läuft das ja eigentlich für uns relativ normal ab, weil wir ja auch die Weltcups in Übersee und überall besuchen. Aber wir freuen uns darauf und herzlich willkommen.